Videospiele sind großartig. Damit könnten wir dieses Thema jetzt eigentlich lassen. Okay, passt, bye, bis morgen. Nein, natürlich nicht. Aber wir reden trotzdem heute ein bisschen wieder über das beste Hobby der Welt, nämlich Games. Videospiele sind zum Glück nicht mehr ganz so verteufelt wie noch vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wo Battlefield, Call of Duty und Counter-Strike Amokläufer herbeigezüchtet haben. Diese Stigmatisierungen sind zum Glück Geschichte. Aber wie grandios Videospiele wirklich sein können, das zeigt uns vor allem die Forschung. Ja, tatsächlich helfen Videospiele aktuell bei der Corona-Forschung. World of Warcraft-Spieler wissen, was jetzt kommt. 2005 brach in World of Warcraft eine virtuelle Pandemie aus, die jetzt, 15 Jahre später, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, menschliches Verhalten in einer Pandemiesituation besser zu verstehen. Was World of Warcraft ist, muss ich, glaube ich, niemandem erklären, aber trotzdem hier nochmal kurz. World of Warcraft ist ein Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel. Viele Spielende treffen sich online, um als Zwerge, Dunkelelfen und Orks Abenteuer zu erleben. Gemeinsam bestreitet man Schlachtzüge gegen Drachen, gegen Sumpfmonster und sonstiges Getier. Und eines dieser Abenteuer ging etwas schief. Wir wollen jetzt nicht zu sehr mit Einzelheiten langweilen, aber kurzum gab es quasi einen Endgegner, der auf die Spieler einen Fluch wirkte. Dieser Fluch zieht den Spielern ganz langsam Leben ab und zwingt sie davon, Abstand voneinander zu halten. Ist man nämlich zu nah aneinander, springt der Fluch über und alle Spieler sterben. Ganz langsam, traurig und qualvoll. Normalerweise sollte dieser Fluch aufhören, sobald der Endgegner besiegt ist. Durch einen Fehler im Spiel fand dieser Fluch allerdings seinen Weg in die echte Spielerwelt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich dieser Corrupted Blood Fluch, so hieß der, über die gesamte Spielergemeinde durchgezogen. Spieler sind verreckt, große Städte glichen Friedhöfen und niemand wusste eigentlich, wie ihm geschieht. Spieler mit niedrigem Level wurden quasi instant dahingerafft, während stärkere Spieler langsam ihrem Tod ins Auge blicken mussten. Sehr tragisch. Sehr tragisch. Die Parallelen zur echten Welt sind erschreckend und kurios. Logischerweise, die Städte, in denen viele Spieler auf einmal sind, da ist der Virus am stärksten. Dort sterben besonders viele Spieler. Irgendwelche verlassenen Dschungelstädte oder Wüsten, da gibt es nicht viele Menschen oder viele Spieler, dort sterben nicht so viele. Sogar so etwas wie asymptomatische Patienten gab es. Nämlich gab es quasi Computergegner, die das Virus zwar weitergeben konnten, aber nicht daran starben. Also quasi genau wie in einer echten Pandemie. Nur halt mit Elfen, Zwergen, Zauberern und Druiden und sowas. Nachdem dieser Spielfehler behoben wurde, haben sich Forscherinnen und Forscher drangesetzt, um das Verhalten der Spielergemeinde während dieser unvorhersehbaren Pandemie zu analysieren. Das Ergebnis? Realwissenschaftliche Daten, die jetzt eben 15 Jahre später halfen oder immer noch helfen, das Verhalten der Menschen zu erklären. Es haben sich quasi Lazarette gebildet in World of Warcraft. Heiler haben sich zusammengetan, um gegen diese Pandemie anzukämpfen. Manche haben sogar eine Verschwörung gewittert. Es kommt uns bekannt vor. Es geht aber noch ein Level drüber. EVE Online. Weltraum, Raumschiffe, Sterne und so weiter. Ganz viele Leute tummeln sich in der Galaxis und wirtschaften und forschen und was auch immer. Seit 2015 gibt es in EVE Online das sogenannte Project Discovery. Ohne jetzt großartig auszuschweifen, geht es darum, dass Spieler und Spielerinnen mithilfe von Minispielen sich selber irgendwie was dazu verdienen können und aktiv der Forschung helfen. Mit diesen Minispielen kann wissenschaftliche Arbeit geleistet werden, die den Forschenden zum Beispiel bei der Entdeckung von neuen Exoplaneten geholfen hat. Oder auch bei der Kategorisierung von Krankheiten. Und jetzt gibt es ein neues Vorhaben in EVE Online, im Project Discovery, und zwar die Corona-Forschung. In einem neuen Minispiel sehen die Spieler ein Zellbild und müssen Polygone einzeichnen, um die einzelnen Zellcluster voneinander abzugrenzen. Das hilft bei der Kategorisierung von Zellstrukturen. Mittlerweile haben das über 170.000 Spieler getan und insgesamt mehr als 47 Millionen Aufgaben gelöst. Laut BBC hat die Spielergemeinschaft von EVE Online der Forschung so 36 Jahre an Zellenkategorisierungsarbeit abgenommen. Als Belohnung gibt es dann Ingame-Content für die Spieler und das Wissen, dass sie halt irgendwas Gutes für die Forschung getan haben. Aber warum rede ich jetzt überhaupt darüber? Wieso bringe ich diese Beispiele auf? Naja, zum einen, weil ich Gamer bin und gern darüber rede. Und zum anderen, weil eben World of Warcraft und EVE Online, gerade diese großen Online-Spiele, einfach aufzeigen,
wie weit Videospiele wirklich in die reale Welt eingreifen können und wie sie auch eben aktiv der Forschung helfen können. Eben, Videospiele sind viel mehr als einfach nur ein bisschen auf der Couch sitzen und in den Fernseher starren. Zum Abschluss ein paar Fun Facts. Das Nachwachsen von Gehirnzellen im Hippocampus wird durch Videospiele angeregt. Durch Videospiele wird die Hand-Augen-Koordination nachweislich verbessert. Außerdem, das räumliche Wahrnehmungsvermögen ist bei Videospielern weitaus stärker ausgeprägt als bei Nicht-Gamern. Im Alter beugt Videospielen Demenz vor. Und auch das Gedächtnis profitiert vom Zocken. Also wenn das nächste Mal irgendjemand sagt, Videospiele sind Zeitverschwendung, was tust du? Du verschwendest dein Leben. Zeigt ihnen einfach dieses Video. Das stimmt nämlich nicht. Spielt ihr selbst EVE Online? Wart ihr in dieser WoW-Pandemie mit dabei? Oder fällt euch noch irgendetwas ein, wie Videospiele der Forschung oder sonst irgendwas geholfen haben? Schreibt's in die Kommentare.